Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Ja, also er erzählt uns von einem anderen Krieger, der in einer ähnlichen Falle, also nicht dieser hier, eingesperrt wurde. Und wären wir hier jetzt einfach reingegangen, wären wir auch in die Falle getappt. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this. Okay. Also, er erzählt, hat uns vor der Falle gewarnt. Und hat auch gesagt, dass ein Krieger in einer anderen Falle eingesperrt ist. In einer ähnlichen. Deswegen werden wir uns mal um diese Falle hier kümmern. So, erstmal gucken wir uns hier um. Hier ist nämlich noch eine Kleinigkeit versteckt. Große Seele eines Untoten. Und hier ist so ein Baum, von dem uns die alte Frau erzählt hat. Leider passiert hier nichts. Ja, obwohl das hier weniger wie ein Baum aussieht, als eher wie ein Riese. Oder irgendein Kuttenträger. So, jetzt zeige ich euch mal den richtigen Weg, den man hier gehen kann. Nämlich einfach hier die Treppe hoch. So. Erstmal. Und dann lässt man sich hier runterfallen und macht den Karren hier kaputt. So, kann einfach hier reinmarschieren. Von hinten. So. Und alles aus, von hinten nach vorne her ausräumen. Genau, sogar der hier stellt kein Problem dar. Nur die drei da unten können etwas härter werden, deswegen sollten wir aufpassen. So. Wobei nur der in der Mitte der schwierige ist. Wow. Weil der als einziger ein Schild hat. Die anderen beiden sind schnell weg. So, noch eine Feuerbombe. Ja, können wir immer mal gebrauchen. Gut, jetzt haben wir von hier aus aufgeräumt. Hier ist übrigens noch ein Secret. Scheinbare Wand voraus, sagt der. Das können wir auch mal bewerten. Und können uns hier das Secret schnappen. Mein Zauberstab und etwas Kraut. Den Zauberstab brauchen wir nicht unbedingt, weil wir ja nicht zaubern. Aber mit dem Rest sind wir gut bedient. Also mit dem gelben Kraut, das tut nämlich Ladungen für Zauberei wiederherstellen. Nachher, wenn wir Pyromantie benutzen, ist das dann doch vorteilhaft. So, und jetzt gehen wir einfach durch das Tor, das hinter uns gleich zugehen wird. Wow. Genau. So, den da töten. Auch wenn er ein Schild hat. Und dich wegtöten. So. Hier einmal durch die Fässer durchrollen. Und ja, es gab hier gar keinen wirklichen Schatz. Man könnte jetzt vermuten, entweder hat er uns reingelegt. Oder er hat einfach nur vermutet, dass hier drin ein Schatz wäre, wegen der Falle. Naja, wir können es nicht genau mit Sicherheit sagen. Er scheint aber auf jeden Fall ein eher netter Kerl zu sein, weil er hat uns vor der Falle gewarnt. Er hätte auch einfach sagen können, dort drin gibt es einen Schatz.
Aber ich habe Angst vor den Höhlen und will ihn deswegen nicht holen. Er hat nichts von der Falle, hätte nichts von der Falle sagen müssen. So, trinken wir mal einen Schluck und reden mit ihm nochmal. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ja. Oh. But you should take this. Ja, jetzt haben wir den richtigen weißen Symbol. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Ja. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior. Be careful out there. Ja. Well, I be careful. Well, I hope be careful. Normalerweise gibt er uns noch einen Ring, aber das scheint auch irgendwie eher zufällig zu sein, hä? Well, I hope be careful. Hm. Komm schon, gib uns den Ring. Well, I hope that be careful out. Nein, er gibt ihn uns nicht. Schade. Dann kriegen wir ihn wahrscheinlich vielleicht später. Hm. Gut, jetzt wollen wir erst einmal wieder hier hoch. Weil auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Weg, den wir gehen können. Und dort sehen wir schon wieder Hüllen rumgeistern. So, nämlich hier können wir weiter. Eine leichte Armbrust einsacken, die uns eigentlich schon sagt, dass wir hier lieber Fernkampf benutzen sollten. Etwas höher zielen in seinen Kopf. Dann machen wir auch mehr Schaden. Wenn wir ihn treffen. Hier können wir ihm nur für die Schulter schießen. So. Und sein Freund hier können wir auch eine verpassen. Und der eine ist runtergefallen, wenn ich richtig gesehen habe. Nö, der liegt da rum. So. Wieder den Speer in die Hand. Hier wäre eine Fackel, die, soweit ich weiß, nichts bewacht. Nö, tut sie auch nicht. Da drüben ist aber was, wo wir hinspringen können. So, und die Seele eines namenlosen Soldaten einsacken. So, du noch weg. Auch wenn wir dich jetzt wieder beim Sprungangriff verfehlt haben. So, ihr beide habt nichts. Aber hier ist eine Truhe, die ich gerne plündere. Kettenbrecher und ein Infanteriehelm. Ja, der gehört zu der Infanterierüstung, die wir in Majula beim Rüstungshändler kaufen könnten. So, und nun haben wir nur noch komm, kaputt. Den Dicken da vor uns. Der kann etwas unangenehm werden. Genau, nämlich weil er eine dicke Keule hat, mit der er sogar ziemlich böse in der Gegend rumstampfen kann. So. Schlag noch mal auf den Boden. Wow, das war knapp. Der macht gut Schaden, der Typ. Deswegen sollten wir ihn nicht unterschätzen. So. Das war aber zum Glück in dem Teil des Gebietes der einzige. So, wir schnappen uns hier die Loot, einen Lebensstein und einen Heimkehrknochen und schalten als nächstes hier die Untoten aus. Genau, so und so. Und geht als nächstes durch diese Nebelwand hier. Keine Umwege. Weil wer das Gebiet hier erkennt. Ja, wir sind auf der anderen Seite des Flammenraums rausgekommen. Und von hier aus können wir, also erst einmal hier was einsacken. Feuerpfeile. Und hier die Tür öffnen. So. Jetzt haben wir eine Abkürzung geschaffen. Also eine richtige Abkürzung. Hier drüben können wir die Jungs mal töten. So, dich weg. Und dich auch weg. Unser Speer hält ja zum Glück noch genug aus. So.
Und dann gucken wir auf dieser Seite hier, wo ich jetzt gerade einfach durch die Nebelwand gelatscht bin, noch weiter. Weil hier gibt es noch ein paar interessante Sachen. Du stehst auf, genau. Steh auf. Au. So genau wollte ich das gar nicht von dir wissen. Gelbes Kraut. Dankeschön. So, nehmen wir noch einen Estus-Flakon. Sicher ist sicher. Und jetzt locken wir den da an. Ups. Weil die Nachricht sagt, Vorsicht vor Zurückgehen. Das hier ist nämlich auch eine kleine Falle. So, zwei Pfeile. Und ihn mal mit dem Schild schlagen lassen. Genau, dann kommt nämlich sein Freund hier angerannt. So. Weg mit dir. Jetzt können wir ganz ruhig hier diesen Felsen hochgehen. Und die Hellebarde und die Seele einsacken. Der Typ ist nämlich von da oben einfach runtergesprungen. Mieser Kerl. So. Hier gibt es jetzt nichts mehr für uns. Die Tür da ist nämlich noch verschlossen. Aber wir haben Seelen. Und zwar haben wir sehr viele Seelen. Deswegen geht es jetzt erstmal wieder zurück nach Majula. Da wir ja hier die... den Durchgang geöffnet haben. Aber vorher schalten wir den da noch aus. So. Ihn einmal anpieksen und dann töten. Gut. Noch ein paar mehr Seelen für uns. Das sind zwei oder drei, sogar drei Stufenaufstiege. Also dreimal mehr Lebenspunkte. Drei Punkte mehr in Leben. So. Reisen mit Jula. Und die Emerald Herald sitzt da rum und lässt die beide baumeln. Bearer of the curse. Seek soul. Ja. Aufsteigen würden wir bitte. Und zwar hier, genau, in Vitalität. Der nächste Aufstieg kostet uns was. Kostet uns zu viel. Deswegen würde ich sagen, den Rest packen wir in den Speer. Da der Speer lange Zeit unsere Waffe sein wird, können wir den ruhig noch eine Stufe genau verstärken. I'll be around. Ja, du bist hier, wenn wir es zurückschaffen. So, als nächstes benutze ich mal zum ersten Mal einen Effigy. Damit wir wieder menschlich werden. Wieder etwas ansehnlicher sind. Und reise zurück zum Kardinalsturm. So, hier könnten wir schon unser erstes Phantom beschwören, unsere erste Hilfe. Das will ich allerdings nicht so wirklich. Denn ich will gucken, dass ich den ersten Boss ohne Hilfe schaffe. So, die beiden ausschalten. Hier den Fahrstuhl nur mal rufen, also den einen runterlassen, den anderen hoch, weil auf dem anderen wartet jemand auf uns. Genau, der hier nämlich. So, mit ihm fahren wir jetzt auch gleich wieder runter an den Feuersalamander vorbei. Und hier rein. So, dich weghauen. Einen Lebensstein einwerfen. Hier war nur eine Nische. Und diese Tür hier ist auch wieder verschlossen. Dafür haben wir hier jetzt ein Rufsymbol. Und zwar können wir hier den sanftmütigen Pate rufen. Den Typ, den wir vorhin getroffen haben. Und wie sein Name schon sagt, er ist sanftmütig eigentlich.
Also dürfte er eigentlich nicht gerade zu den Bösen gehören. So, er hat ein Schild dabei und einen hübschen Speer. Gut. Ab durch den Nebel.